Hallo, 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 Girls, Boys and everything in between und willkommen hier im Circus Creative Space. Jetzt werden sich sicher einige fragen, was ist Circus überhaupt? Leute, Circus ist die größte Gay-Party Österreichs und zwar mit Abstand und die findet dreimal im Jahr statt. Natürlich nicht, wenn gerade eine Pandemie ausbricht. Leider haben wir unsere ersten zwei Termine im Jahr April und Juni schweren Herzens absagen müssen, aber es geht halt einfach nicht anders, weil Veranstaltungen mit mehr als 100 Leuten sind verboten und Circus hat immer mehrere tausend Gäste. Das heißt, das ist einfach nicht möglich. Aber der Circus Creative Space ist trotzdem in Betrieb. Wir sind umgestiegen und haben statt witzigen Bühnenkostümen jetzt vorwiegend Schutzmasken in der Nähmaschine oder die flutschen so durch die Nähmaschine durch. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal ein bisschen, wie es hier so aussieht und was ich hier so mache. Der Circus Creative Space ist am Rande von Wien im 10. Bezirk. Die von euch, die in Wien leben, wissen, das ist so ziemlich der Ghetto von Wien. ja, aber hier ist eine Zwischennutzungsimmobilie frei gewesen. Und Zwischennutzung bedeutet, das Gebäude hier wird in wenigen Jahren abgerissen. Und deshalb ist hier die Miete einfach günstig und wir können praktisch alles machen, was wir wollen. Und ja, vor allem ist die Miete günstig. Auf jeden Fall sind wir hier im 5. Stockwerk, also sehr weit oben und haben eine tolle Aussicht. Und heute ist das Wetter nicht so wirklich schön, aber da draußen ist so ein Kiesdach und da kann man auch illegalerweise rausgehen und ein bisschen frische Luft schnappen. Ich mache da ganz gerne eine Kaffeepause und genieße die Aussicht auf Wiens Peripherie. Hier ist der Platz, an dem ich wahrscheinlich die allermeiste Zeit hier im Creative Space verbringe. Das ist meine gute alte Singer-Nähmaschine aus den 60er Jahren. Ich habe die vor einer halben Ewigkeit privat gekauft und habe dann einfach ein bisschen selber dran herumgebastelt. Habe zum Beispiel den Tisch weiß lackiert und mittlerweile ist sogar ein neuer Motor drinnen. Und diese Nähmaschine ist mein Baby. Und da flutschen alle möglichen Bühnenkostüme und eben auch die ganzen Schutzmasken durch, die wir jetzt nähen. Und ich liebe dieses Teil wirklich sehr. Und Oldie but Goldie, die wird einfach nicht kaputt. Das ist ein richtig stahlhartes, massives Ding. Und ich liebe sie ganz einfach, meine geliebte Singer-Nähmaschine. So, und direkt hier auf der anderen Seite der Raumecke befinden sich noch mehr Nähmaschinen. Warum braucht man so viele verschiedene Nähmaschinen? Ganz einfach, diese große Industrie-Nähmaschine kann nur geradeaus nähen und diese Nähmaschine hier hat viel mehr Stichprogramme. Also da kann man Stretch verarbeiten und Zickzack nähen und ganz, ganz tolle Sachen machen oder auch Knopflöcher nähen. Und diese Maschine hier ist dazu da, dass man den Stoff ändelt, das heißt, dass er nicht mehr ausfranst. Das ist nämlich eine Overlock-Maschine und ohne der wäre ich hier ziemlich aufgeschmissen. Natürlich braucht man in seinem Creative Space einen tollen Arbeitstisch und ich bin auf diesen Arbeitstisch hier ganz besonders stolz. Das ist eine Eigenkreation. Ich habe da ein Tutorial gesehen auf YouTube, surprise, surprise, und da hat so eine nette junge Dame, die auch schneidert, das Problem eines guten Zuschneidetisches gelöst, indem sie einfach auf IKEA-Regale eine Platte drauf montiert hat. Und das Gleiche haben wir hier auch gemacht. Mein Team und ich sind wieder mal zur Caritas gefahren, haben gebrauchte Möbel gekauft und gebrauchte IKEA-Regale auch von Willhaben gekauft und haben dann einfach eine Platte zuschneiden lassen im Baumarkt, die draufgeschraubt und haben einen wunderbaren Zuschneidetisch, der genau die richtige Höhe hat und auch noch Stauraum an den Seiten hat. Und das finde ich richtig, richtig genial. Was wäre eine Schneiderin ohne ihren Zuschneidetisch? Hey. So, was liegt so herum auf so einem Zuschneidetisch? Natürlich Scheren, große Lineale, Schnittteile. So sehen so Schnittteile aus. Das ist zum Beispiel für eine Jacke. Die steht hier in ihren Einzelteilen herum.
Und natürlich Wasser, denn wer jung bleiben will, ihr wisst, wie der Spruch weitergeht. Schulterpolster liegen hier rum, Nadelkissen, noch viel mehr Schulterpolster, Einlagestoffe, ein Maßband natürlich, Genauigkeit ist King. Und gleich hier hinten sind alle möglichen Stoffe im Regal und Metamorphkits Perücken. Hier in diesen Mappen, die da hinter mir stehen, bewahre ich meine ganzen Schnitte auf. Also die ganzen Schnitte, die ich konstruiert habe für mich selbst oder für Kunden und Kundinnen oder auch für Darsteller, die in meinen Shows aufgetreten sind, die sind alle in diesen Mappen hier drinnen. Das heißt, da befinden sich die Maße und Schnitte von so mancher Person, wie zum Beispiel auch Amanda Lepore. Die hat hier einen Korsettschnitt in einer Mappe drinnen. Den würden sicher viele gerne sehen, aber das ist natürlich top secret. Hi, Amanda. Wir haben uns hier mit diesem kleinen extra Gadget im Creative Space einen langjährigen Traum erfüllt, weil bis vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir die ganzen Fotoshootings und Videoshootings aus unseren Privatwohnungen gemacht. Das ist schwer vorstellbar, aber wahr. Hier im Hintergrund seht ihr die Hintergründe und Lichter, die wir hier in unserem kleinen Studio haben. Und das ist richtig genial, das hier mitten im Atelier zu haben. Also hier hinten ist Atelier und hier ist Fotostudio bzw. Videostudio, weil wir können hier also Kleidungsstücke, Outfits, Kostüme, Sachen nähen, uns dann direkt stylen und ins Studio gehen und das abfotografieren oder abfilmen. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. So, jetzt befinde ich mich im kleinen Büro von Circus. Hier sind überall an den Wänden die Plakate von den vergangenen Veranstaltungen. Und hier ist der ziemlich unaufgeräumte Office-Tisch. Werde ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Und ja, hier drinnen werden Telefonate geführt, E-Mails geschrieben, Leute genervt. Und das ist unser kleines Office. Im Atelier ist es viel cooler. Ich nehme euch wieder mit rüber. Wie ich vorher schon erwähnt habe, und ihr habt meine Schutzmaske sogar vorher schon gesehen, nähen wir hier jetzt vorwiegend solche Schutzmasken, die wir ja überall in der Öffentlichkeit tragen müssen. Und diese wunderbaren Schutzmasken könnt ihr auch kaufen. Wir haben eine Seite eröffnet namens Mask Up. Und auf Mask Up gibt es diese tollen Masken zu kaufen. Wir geben aber auch unseren Schnitt in diese Internetseite hinein, beziehungsweise das war jetzt nicht ganz deutsch. Ihr könnt den Schnitt auch auf unserer Internetseite finden und da ist sogar eine Nähanleitung dabei. Wir lassen es euch also offen, ob ihr die Maske selber nähen wollt oder bei uns shoppen wollt, wie auch immer ihr euch entscheidet. Mask up, Honeys. Stay safe. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour hier durch den Circus Creative Space und das Circus Office gefallen. Schaut doch vorbei auf unserer Internetseite Mask Up und ich verlinke die unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu subscriben und auf die Notification Bell zu klicken, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann auch immer ich ein Video poste. Meine Lieben, heute ein Video ganz ohne Tamara Mascara. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.